Wir sind Franzosen geworden, nicht Deutsch. Nicht Deutsch, nicht wieder Franzosen. Sind uns mit Gewalt ans Dritte Reich kennt. Es ist ein kleiner Film über ein grosses Thema, der Krieg und Malgrinou. Ein Film, wo ein paar Freunde gedreht haben in der Gegend von Hunsbach. Die Geschichte hat sich ein junger Realisateur ausgedacht, der Benjamin Steinmann, und wir entdecken ihn. Eine Gedenkstätte für den Zweiten Weltkrieg. Im Musée de l'Abri in Rotten haben sich die Schauspieler vom Film originale Uniformen ausgeleitet für dem Schicksal von 130'000 Elsässer und Lothringer, encorporé de force in der Wehrmacht, so not wie möglich zu kommen. Die Hose haben wir angehört, die Stiefel haben wir angehört. Ja. Und Salah fragt, die haben wir noch gehört. Ja. Ich habe mit meinem Großvater schon darüber geredet gehabt, weil bei ihm ist der Fall gewesen. Er hat mit Siewitze in die Wehrmacht gehen. Der Julien spielt den Teacher-Soldat. Die Originalsprachen sind im Film respektiert. Keine Ahnung. Ich habe ihn so entdeckt. Die Schauspieler sind alle Amateure aus dem Freundeskreis von Benjamin Steinmann. Der junge Realisateur vom Beruf aus Infografist hat einen Film lang vorbereitet, als er so realistisch wie möglich aussieht. Das ist nicht einfach zu reden. Und das ist, warum habe ich gewählt, dass Akteur und mir sind à 100% drin gewesen. Und mit Kostüm muss auch alles stimmen. Wenn jemand kommt, ja, sie will das machen, Achtung. Wenn er es machen, müssen sie im Sinn von der Pflicht der Erinnerung. Nicht, weil er Soldaten spielen und alles. Denn in dem Moment wäre es das, was ich schon gesagt habe, Usurpateur der Geschichte. Und das will man nicht. Pour qu'on change d'uniforme. Avec nos uniformes, pour les Soviets, pour les Américains, on est des Boches. Et alors? Pour les Nazis, on est des déserteurs. Das ist die Geschichte von Soldaten, von Malgrinou. Und sie haben jetzt gesagt, okay, wir gehen fort von Russland, von Polen. Die sind ganz verloren. In ihrem Kopf sind sie verloren, in ihrer Lava sind sie verloren. Und das ist wichtig geworden, gerade für sie, von den Leuten, die sind noch jung geworden. Also sie haben kein schönes Krieg, so wie uns. Die Idee ist ihm gekommen, als er mit 12 eine Zeit lang in einem Rollstuhl verbracht hat und Zeuge vom Krieg hat er erritten. Letztes Jahr hat er seinen Kindestraum verwirklicht und den Film im Norden von Elsass gedreht. Kannst du noch den Platz? Ah, ja, da sind wir gewesen. Da haben wir eine Feier gemacht, mit dem André. Et Action! Da habe ich einen Storch. Das hat mein Großvater geschnitzelt, wie er im Krieg gewesen ist. Da ist er von der Mitte Wehrmacht gewesen, da ist er Gefangener gewesen. Und es hat er geschnitzelt gehabt, wie sie da am Front gewesen sind in Russland. Jüngere Leute wie ich oder noch jünger, die wissen das gar nicht, das ganze Ding, was die alles mitgemacht haben. Weil dann bin ich doch ziemlich stolz, dass man jetzt den Leuten zeigen kann, da ist der Film, was die alles mitgemacht haben. Die 3 Jahre weiter haben ein ganzes Jahr gedauert. Wir haben einmal richtig gelacht. Der Jonathan, der die Hauptrolle hat im Film, ist nur in seiner Tenue gewesen, Wehrmacht-Tenue, und ist da mit seiner Flint rumgelaufen. Und auf einmal ist mein Papa mit dem Traktor raufgefahren. Und der Jonathan kommt mit seiner Flint und der Papa hat einfach die Hände in den Tee gemacht. Malgrinou bleibt aber noch ein dramatisches Thema. In Hunsbach hat die Grossmama von Benjamin viel darüber erzählt. Die haben böse Stunden erlebt, die Buben. Sie haben sie entwickelt und eingezogen, so kann man sagen. Sie haben sie fanatisiert. Und wo sie zu der SS gekommen sind, sind sie da so aufgegangen, was sie da haben müssen machen. Meine Großmutter ist auch viel schuldig. Sie hat mir gesagt, einmal, schaut, niemals red davon. Am Anfang. Ganz am Anfang des Projekts viele haben gesagt, nein, Benjamin macht das nicht, weil das ist delikat und reden davon ist immer kompliziert. Aber ich habe gesagt, nein, ich mache das trotzdem. Der Film ist in Sulzufore präsentiert worden und kommt in verschiedenen Kinos von Havenau und Strasbourg. Sein Titel In Memoriam. Wenn uns noch dann wollen, Frankreich verpasst, dann weiß ich auch nicht.